Schlafen Sie gut und träumen Sie was Schönes. Sie auch. Gute Nacht. So begibt sich Bond allein zu. Himmelbar, Freddy und Binger blieben noch lange gelähmt. Erst als die Sonne hoch am Himmel stand und unerbittlich auf sie herabbrannte, konnten sie sich wieder bewegen. Doch es half ihnen nicht viel. Sie waren mit schweren Stahlketten an die aus der Wüste aufragenden Felsen geschweißt. Was treibst du da? Schimmernde Perle. Ach, einfach toll. Das ist ja wohl beweiskräftig genug. Historischer Augenblick. Und ob. Fantastisch. Weißt du, Borg, das ist es, was ich an den Zeitreisen so liebe. Es ist einfach toll, bei solchen Ereignissen dabei zu sein. Und wer kann das schon? Außer uns. Ich möchte es ja auch nicht. Ich dachte nur, dass es besser für dich wäre. Aber ich habe mich wohl geirrt. Mr. Schnabeldier fährt durch die weite Steppe Australiens. Er ist zufrieden, hat er doch die schöne Kuckucksuhr hinter sich. Dina, Lux und Bastian beobachteten die beiden vom Beckenrand aus. Aber... Am nächsten Morgen im Hause der Adlers. Morgen, Ma. Kriege ich mein Frühstück? Ist schon fertig. Da steht es. Haferflocken? Igitt. Ich dachte, du magst neuerdings Haferschleim. Nur mit einem Zentner Zucker drauf. Morgen allerseits. Morgen? Oh, schick siehst du heute aus, Richie. Wirklich? Danke. Ich gehe schon. Na gut, dann lass uns reingehen. Okay. Komm, Bello. Komm, Bello.